Hi, willkommen bei QuickPC. In diesem Video wollen wir euch vor einer tückischen SSD warnen. Aufmerksam wurden wir auf diese SSD in unserem eigenen Forum, als ein User sich erkundigte, ob jemand diese günstige SSD empfehlen kann. Kurzerhand einfach diese SSD bestellt. Zuerst sah alles gut aus, sowohl die Crystal Disk Werte auch als die ersten Benchmarks zeigten eigentlich nichts Ungewöhnliches. Es gibt verschiedene Tools, um SSD zu testen, aber relevant für mich war zum Beispiel in diesem Fall nicht ein richtiger Dauertest oder Geschwindigkeiten, sondern ob die Kapazität auch stimmt. Denn hier hatte ich einen Anfangsverdacht zu dieser SSD. Viele erinnern sich vielleicht, dass seit über 10 Jahren es wirklich gefälschte SD-Karten und USB-Sticks im Umlauf sind. Und das Problem mit diesen SD-Karten und USB-Sticks ist, dass einfach deren Kapazität nicht stimmt. Die Kollegen von Heise haben dafür extra ein Tool entwickelt und dieses kleine Programm schreibt einfach Daten auf den Datenträger und wenn dieser vollständig beschrieben ist, werden die Daten überprüft. Und beim Speichern mit falscher Kapazität werden die Daten schlicht einfach überschrieben, immer wieder, und sind dann natürlich bei der Überprüfung nicht auffindbar oder beschädigt. Und dieses Tool ist natürlich perfekt für unsere SSD. Das Interessante ist auch, es zeigt auch die Schreibraten an. So, es passiert etwas Merkwürdiges bei dieser SSD. Bis etwa 350 GB war die Schreibgeschwindigkeit lange bei ungefähr 370 MB pro Sekunde und fiel dann nur etwas geringfügig. Ist im Endeffekt für eine SATA-SSD kein schlechter Wert. Ab 350 GB brach die Schreibleistung aber enorm ein. Man konnte regelrecht zusehen, wie sie auf ein paar Megabyte zusammenschrumpfte. Was das Resultat dann natürlich war, dass so ein Test bei einer SSD mit 2 Terabyte Kapazität relativ lange dauert. Ehrlich gesagt fast ewig. Als ich am darauf folgenden Tag nachsehen wollte, wie es um die SSD stand, meldete das Heise-Tool eine Fehlermeldung und die SSD war auch unter Windows verschwunden und auch nicht zum Beispiel unter Computerverwaltung auffindbar. Nach einem Neustart des PCs war die SSD wieder da. Und etwa Pi mal Daumen mit 400 GB Daten beschrieben. Diese Daten hat das Tool auch erkannt und es war auch eine Überprüfung möglich. Somit wissen wir, dass diese SSD ungefähr 400 GB bis jetzt hat. Jetzt passiert etwas Merkwürdiges. Nach dem Löschen der Daten bzw. der Formatierung der SSD, ich habe den Test mehrmals wiederholt, brach die Schreibleistung enorm ein. Also wir sprechen hier von 10 bis runter auf 3 MB pro Sekunde. Ich hatte den Test, wie gesagt, mehrfach wiederholt, dann die SSD gelöscht und sogar der SSD danach Zeit gelassen, damit die den Trim-Befehl ausführen kann. Ne? Falls da irgendwie extra lange dauert, habe ich mir gedacht, so, dann soll die mal nebenher laufen. Gucken wir mal, was danach passiert. Aber es änderte sich nicht. Nach dem ersten Schreibvorgang ging es wirklich bergab mit der Schreibleistung, so 10 Megabyte pro Sekunde oder 20 Megabyte oder 50 Megabyte und dann brach die Schreibleistung wieder ein. Wie zuvor gesagt, bei 2 Terabyte ist so eine Fortsetzung des Tests fast unmöglich. Das würde bis zu mehreren Tagen dauern. Und auch wenn ich es wieder immer wieder versucht habe, hat sich die SSD einfach nur wieder getrennt. Also der Fehler hat sich wiederholt, dass die Verbindung unterbrochen wurde. Noch etwas passierte. Nach dem ersten Schreibtest konnte man fast zusehen, wie die Smart-Werte schlechter wurden. Schon nach dem ersten Test waren es so 98% nur noch. Und am Ende hatte die SSD nur noch 94%. Und ich hab hier SSDs von Herstellern und mit Kapazitäten runter bis 64 GB, die über 10 Jahre alt sind. Und klar, einige sind auch ausgefallen nach 10, 12 Jahren. Aber von denen, die funktionieren und fast 10.000 Betriebsstunden haben, erreicht keine so schlechte Werte wie diese. Ich hatte die SSD im Oktober bestellt. Geht man heute auf Amazon, gibt es auch viele andere Kundenbewertungen, die genau
ungefähr den gleichen oder wie gesagt unseren Test auch bestätigen. Also nicht nur ich habe das jetzt hier so gesehen, sondern auch andere Anwender haben ungefähr ähnliche oder gleiche Erfahrungen gemacht, zum Beispiel, dass die SSDL-Systemplatte dann zu Abstürzen führte oder sehr hohe Prozessorlasten oder Transferlasten verursachte. Viele bestätigten auch, dass die SSD bei 350 GB dicht macht. So, jetzt kommen wir zu dem Problematischen an dieser SSD, und zwar das ist der Preis. Aktuell sind das ungefähr so 134 Euro. Ich habe sie etwas günstiger gestanden. Das Ganze ist zwar günstig, aber nicht verdächtig günstig. Immerhin kosten ähnliche SSDs bei Amazon so um die 150 Euro. Im Angebot gibt es Crucial oder SanDisk SSDs nicht nur zu ähnlichen Preisen, sondern zum Beispiel bei letzten Black Friday deutlich billiger. Somit ist das nicht so ganz einfach zu erkennen, wie diese 2, 4 Terabyte externen SSDs, USB-Sticks, SD-Karten, die da irgendwo auf eBay und Amazon für 20 Euro angeboten werden. Wenn man sich aufgrund des Preises schon mal überlegen sollte, kann das stimmen. Zum Schluss hatte ich einen Blick in die SSD geworfen. Also der Controller selbst ist nicht ungewöhnlich, aber die Beschriftung auf den Flash-Speichern ist es schon. Ich bin ja schon ein bisschen länger dabei bei IT und auch mit älteren Amiga, Commodore, C64ern, egal Atari, egal ob Flashspeicher, RAM-Bausteine, Mikrocontroller, alte Prozessoren, eigentlich findet man immer etwas bei Google. Manchmal, außer es ist so alt und so besonders, dass man da fast nichts findet, aber das ist eher die Ausnahme als die Regel, besonders heute wird relativ viel dokumentiert. Aber zu dem Flashspeicher, der in dieser SSD ist, gibt es keinerlei Resultate. Ich hatte erstmal überprüft, ob da vielleicht eine 0 durch ein O was ändert oder irgendwas falsch abgelesen habe. Aber weder die ersten Zahlenreihe noch die zweite Zahlenreihe ergab irgendein Suchergebnis Google. Und das ist schon erstaunlich, ne? Also es ist nicht mal, dass Google Verbesserungsvorschlag macht, ja, man hätte sich vertippt oder sowas. Nichts. Es kommt keinerlei Google-Ergebnisse. Und ich habe mal zum Spaß wirklich zwei sehr alte SSDs aufgemacht. Ich poste euch mal die Ergebnisse und die Fotos. Beide sind nicht wirklich von verbreiteten Herstellern und selbst da gab es relativ viele Treffer. Am Ende muss jetzt jeder selbst entscheiden, ob er unbekannten Herstellern seine Daten anvertraut und ob das ein guter Deal ist oder nicht. Meiner Meinung nach nicht. Selbst also wenn die Kapazität stimmen würde mit 2 MB Schreibraten, also da habe ich Festplatten aus Amiga-Zeiten, die schneller schreiben. Sehr, sehr tückische SSD. Ich poste euch auch alle Links in die Beschreibung, wenn ihr das nochmal nachprüfen wollt. Auch wie die Bezeichnungen, die auf dem Chip stehen. Wie gesagt, vielleicht habe ich mich auch irgendwo vertippt. Vielleicht, wenn ihr es findet, korrigiert mich. Vielleicht taucht in der Zeit auch jemand anders hat die schon SSD auch schon mal geöffnet und schreibt dazu was. Ist auf alle Fälle interessant. Falls euch der kleine Test gefallen hat und ihr davon mehr sehen wollt, dann schreibt uns das mal in die Kommentare. Ja, und dann verabschiede ich mich mal. Bis zum nächsten Test.